Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben heute Samstag, den 6. Oktober, und ja, wir haben heute so einiges vor und ich nehme mich heute einfach wieder mit. Ja, wir haben es mittlerweile schon, ja, also es wird in 10 Minuten 11 Uhr und wir fahren heute nach Wien in einer Stunde, circa halbe Stunde, so, nein, nicht halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und ja, die Mili haben wir schon um 9 hingelegt, damit sie noch schlafen kann. Auf jeden Fall ist der Loki da. Habe ich schon mal unseren Rucksack hergerichtet. Meinen habe ich jetzt endlich in die Waschmaschine gegeben. Und ja, jetzt habe ich mir in Fabi seinen Rucksack ausgeborgt und da habe ich jetzt so einiges drinnen. Also Geldbörse, hier vorne eben die Feuchttücher, dass die schnell parat sind. Windeln, Ersatzband für die Milli. Dann nehme ich eben noch von lieben Pumpkin Team habe ich ja noch ein paar Quetschis und davon nehme ich 2 mit von Pumpkin. Karotte, Birne, Süßkartoffel, Brokkoli und einmal Apfel, grüne Bohnen, Spinat und Kiwi. Einfach für zwischendurch. Und dann haben wir hier noch eines von, wo waren wir gestern? Hofer. In Deutschland heißt der Aldi. Und zwar Naturaktiv Bio-Fruchtgemüse Snack. Da ist drin Apfel, Karotte, Kürbis, Banane. So sieht das aus. Das nehmen wir auch mit. Dann haben wir, genau, bevor wir dann richtig auf die Autobahn auffahren, bleiben wir beim Penny stehen und holen noch Semmeln. Denn wir nehmen mit Gemüse. Da habe ich reingegeben Tomaten und Paprika. Und Fleischlaberl, es steht auch um Frikadellen. Ich fand das so lustig. Einmal Schwein und einmal Huhn. Wir haben die auch beschriftet. Genau, also Huhn esse ich lieber. Dann haben wir für die Kids so ein Apfelsaft. Genau, ein Apfelsaft gespritzt nehmen wir mit. Ja, denn ich habe heute nicht nur 3 Kinder, nein, heute habe ich mal 4 Kinder und zwar von meinem Freund, die Schwester geht mit. Die ist 10, die 11. Genau. Und ja, jetzt haben wir noch das große Wagerl ins Auto gebracht, weil mein Buggy ist ja Schrott, kann man sagen. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit und ich freue mich schon auf den Tiergarten. Ich weiß nicht, habe ich es gesagt, wir fahren nach Schönbrunn in den Tiergarten. Und ich bin auf der Mili ihr Gesicht gespannt, was sie dazu sagen wird. Also, ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder und zwar dort. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade schon im Auto. Ja, die Kids, die dürfen wieder schauen, denn die Fernseher hängen. Der Papa ist jetzt schnell zum Penny rein. Eben noch Semmeln holen, frische für die Frikadellen. Und ja, also für die Fleischlaberl. So noch für jetzt ein Essen, ein Trinken für jetzt, ein Trinken für uns. Und dann sind wir gut ausgestattet, dass wir jetzt nach Wien fahren können. Wir fahren, glaube ich, eh nur 30 Minuten. Es kommt dann halt drauf an, wie der Verkehr noch ist. Und ja. Wir leben im Jahr 2018. Willkommen. Ja, Jacken haben wir natürlich auch mit, falls es kalt werden soll, aber es soll heute bis zu 23 Grad kriegen. Da mache ich mir keine Sorgen, aber Jacken haben wir trotzdem mit. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in Wien. Also bis gleich. Ja, ein Autobus.
Hilfe! Wir schauen Tiere an! Ist das lecker? Darum. Wieder ein Flugzeug? Darum eine Animation. Nein, der will gucken. Ein Flugzeug, ja. So, meine Lieben, wir warten jetzt auf die Männer und auf das Mädchen. Die sind in irgendeinem Wald drinnen, wo wir mit dem Kinderwagen natürlich nicht reinkommen. Kuckuck. Kuckuck? Aha, Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Ziege, Babyziege, zwei Babyziegen. Deine und dein. Sogar ein Haus ist da. Ja. Leoni. Was ist da drinnen? Eine Eule. Wo? Da ist die Eule. Da oben. Da ist die Eule. Siehst du die Eule? Ja, bei Baby. Kuckuck. Was ist da? Da oben, da oben, da oben. Das sind tote Mäuse. Wo?
schon tote Mäuse. Schau mal, das sieht doch voll das Flash. Nein, Lars sieht das nicht. Du bist zu klein. Achtung hinter dir, Schatz. Schau, Mili, wo ist das Nashorn? Schau, das kommt her. Oder? Wo ist das Nashorn, Emilia? Ja. Schau, Fabi. Er sagt uns jetzt allen Hallo. Ich wünschte, ich wäre ein Tier. Mama, schau, ich bin da, weil ich von da unten gar nichts sehe. Mama, da vorne ist noch eins. Kinder auch oder nur unsere? Nur unsere? Ah, das sind Schuhe, die kenne ich gar nicht. Das war das Schild da. Oh mein Gott, das schaut nicht die Uhr. Die Leonie, sieh da. Geh mal wieder raus. Ja, da ist auch ein Baby-Elefant. Was magst du? Das ist auch sehr dreckig.
da ist urheiß. Magst du da sitzen? Das ist das Coolste der Welt. Leonie, was findest du am besten? Ich finde das das Beste. Das ist echt jetzt. Mega heiß. Da oben sind die Ameisen. Da oben sind die Ameisen, Luca. Das ist die größte Schildkröte. Schau, Giraffen. Die super. Schau, ein Elefant ist da. Ein Panzernashorn. Guck. Guck, guck. Nicht letztes Mal. Hallo meine Lieben, mir ist aufgefallen, ich habe kein Ende gedreht. Wir haben mittlerweile schon Sonntag und ja, wir sind gestern heimgekommen um 19 Uhr. Danach haben wir eben noch Abend gegessen und wir waren fix und fertig. Auf jeden Fall war es gestern ein wunderschöner Tag und ja, heute hatten wir nur Match in Maria Lanzendorf oder Intersdorf, keine Ahnung. Auf jeden Fall genießen wir nur heute den Tag mal ohne Kamera. Jetzt habe ich sie nur kurz angeschmissen, weil ich eben kein Ende gedreht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, vergesst nicht, meine Verlosung rennt noch bis 31.10. Macht fleißig mit, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder um 17.30 Uhr. Tschüss!